Grüezi miteinander. Mein Name ist Mauro Callegari. Ich bin Jugendseelsorger in der Pfarrei St. Laurentius in Winterthur-Wülflingen. Sie kennen sicher alle die weltberühmte biblische Geschichte von der Sintflut, vom Noah und vom Regenbogen. Doch zu dieser Geschichte später mehr. Gerade kürzlich war ich mit meiner Frau unterwegs am Wandern. Es war ein schöner Tag, hatte vereinzelte Wolken am Himmel. Greifvögel waren über uns am Kreisen. Für andere Vögel haben sie zwitschert. Es war so eine ruhige, wunderbare Stimmung und wir waren voller Energie unterwegs. Währenddem, dass wir so am Laufen sind, haben wir gemerkt, dass es immer mehr Wolken gibt am Himmel. Es ist immer dunkler geworden. Das Vogelgeschwitscher hat plötzlich aufgehört. Es hat wie eine so eine gelbliche Stimmung ist so in der Luft drin gewesen. Man hat gemerkt, es kommt ein Sturm auf. Wenn ich so in die Weite geschaut habe, dann habe ich so richtige Regenwolken, so Regenschleier sind in der Luft gehangen. Die Temperatur ist kälter geworden, eine Luft ist aufgekommen und ich habe aus Erfahrung gewusst, es kommt ein Unwetter. Modern, wie man halt heute so ist, habe ich mein Handy vorgenommen, habe aufs Wetterradar geschaut und habe gesehen, es kommt tatsächlich ein grosser Sturm, ein Gewitter auf uns zu. Wir haben uns kurz austauscht und uns entschieden, möglichst auf dem direkten Weg wieder zurückzugehen, heimwärts. Vielleicht schaffen wir es sogar noch, bevor uns der Sturm einholt. Buchstäblich, auf die letzte Sekunde, auf den letzten Drücker, haben wir es gerade noch geschafft, heimzukommen, bevor das Unwetter über uns rausgefegt ist mit einem sehr, sehr starken Regen. Geht es nicht der ganzen Welt im Moment ganz ähnlich? Stehen wir nicht jetzt in dieser Coronavirus-Krise mitten in einem starken Unwetter und wir wissen gar nicht, wie es schlussendlich rauskommt? Werden wir persönlich das Unwetter überstehen und wie werden wir es überstehen? Wir sind in einer grossen Unsicherheit rein und wir wissen nicht, wie der heutige Tag wird enden. Geschweige denn, wie es morgen wird aussehen und übermorgen. Niemand von uns weiss, was der Coronavirus in unserem täglichen Leben noch wird Veränderungen bringen. Vielleicht sind wir morgen mit schweren Krankheiten konfrontiert. Vielleicht sind wir übermorgen mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. Vielleicht trifft uns der Virus ganz persönlich und ganz stark. Wer weiß das schon? In dieser ganzen Situation von dieser Unsicherheit gibt es aber auch noch andere Gedanken und Fragen, die wir uns stellen. Wir fragen uns vielleicht auch, ja, wer ist denn schuld an dieser Situation? Sind es Politiker? Ist es die Wirtschaft? Ist mein Chef? Bist du? Wer ist denn die Schuld an dem Ganzen, an dieser ganzen Misere, wo wir momentan drinstehen? Vielleicht entwickeln wir sogar einen Groll auf den Virus oder auf den Ursprung von dem Virus. In dieser ganzen Zeit der Unsicherheit, da hoffe ich aber für dich und für mich, da hoffe ich für uns alle, dass wir auch einmal
in den Spiegel schauen und uns selber fragen, wie viel liegt es an mir, an dieser Situation? Wie gehe ich mit der Situation um? Wie gehe ich mit den Informationen um, wo mir der Staat, wo mir das Gesundheitswesen fast täglich zur Verfügung stellt? Was mache ich mit meinem Leben in dieser speziellen Situation? Nochmal zurück zu unserer Sturmgeschichte. Wie gesagt, in den letzten Sekunden haben wir es geschafft, heimzukommen, und das schützende Dach und der Sturm ist über uns rausgefegt. Ein paar Minuten später war das Gröbste auch schon vorbei und die Sonne hat mit ihren starken, wärmenden Strahlen geschafft, um durch die Wolkendecke durchzubrechen. Das Ergebnis davon war folgendes. Am Horizont hat sich ein mächtiger, riesengroßer Regenbogen gebildet. Als ich das gesehen habe, habe ich die Schuhe angelegt, die Kamera gepackt und bin ins Freie gestürzt. Und das Vorrecht dürfen haben, den riesig grossen Regenbogen dürfen zu fotografieren. Währenddem ich die Bilder gemacht habe, habe ich mich daran erinnert, an die biblische Geschichte aus dem ersten Buch Mose, aus dem Genesis, wo die Sintflut beschrieben ist. Ich habe mich an die Geschichte erinnert und habe die Bibel aufgeschlagen und habe nachgelesen, warum Gott die Sintflut kommen lassen hat. Ich habe sie gelesen und ganz am Schluss von dieser Geschichte steht, dass Gott dem Noah versprochen hat, dass er nie mehr wird so eine grosse Sintflut über die Welt kommen lassen. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum verspricht Gott dem Noah und der Menschheit, also warum verspricht Gott mir und dir und uns allen, allen Menschen auf dieser Welt, dass er das nie mehr wird geschehen lassen? Ich, für mich, habe Folgendes daraus herausgezogen. Wir Menschen sind alles andere als perfekt. Und wir Menschen, wir denken gern, wie wir es am liebsten hätten. Und manchmal vergessen wir, Gott zu fragen, wie er es für uns geplant hat. Und in dieser Unvollkommenheit, in dieser Unperfektheit, vergessen wir manchmal, uns nach dem Willen Gottes auszurichten. Weil Gott das weiss. Und Gott eben sieht, wie es in unserem Herzen aussieht, so hat er auch dortmal gesehen, wie es im Herzen vom Noah aussieht. Und er hat gesehen, wie Noah Gott trotz allem weiterhin vertraut hat, wie er ihm den nötigen Respekt entgegengebracht hat. So dürfen auch wir wissen, dass wenn wir Respekt haben vor Gott, Vertrauen haben, ihm vertrauen, in jeder Lebenssituation, so dürfen wir auch davon ausgehen, dass der Segen und das Versprechen vom Regenbogen auch für uns gilt. Jeden Tag.